Alter, was geht ab, Leute? Ich habe mir was zum mittlerweile auch schon Mittagessen geholt. Warte, hier? Oder hier? Ich glaube, genau hinter mir. Ich glaube, genau hier. Royal Healthy Slices, da war ich schon mal. Der Besitzer ist ein Kollege von Nico sogar, meinte er. Also einer, den er kennt. Da war so ein, ich weiß nicht, ausländischer Foodblogger. Also der hat mit der Verkäuferin Englisch geredet, dass die über Instagram schon miteinander geschrieben haben. Aber sein Kollege, der neben ihm stand, hat Deutsch mit ihm die ganze Zeit geredet. Also, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er so ein Special angefordert. Ich so, mein Gott, das klingt mega saftig. Ich habe schon bestellt, aber das holen wir uns das nächste Mal. Richtig saftig klang das, Mann. Ja, das sieht auch saftig aus. Okay, das hier war's, Leute. Und ich stand da so, warte auf meine Bestellung und denke mir, oh, das klingt ernst, Kassmann. Ich hätte lieber das bestellt. Das ist lecker. Das ist echt verdammt lecker. 10 Euro, 59. Weiß noch, das erste Mal, wo ich hier war, dachte ich mir, ein bisschen teuer für sowas, aber mittlerweile, was ich alles so gegessen habe, die Preise. Boah. Alter, das ist so saftig. Alter, schaut es euch nochmal genau an. Alter, das Pita ist anders krass. Und das Fleisch ist so saftig, man. Leicht. Nur Tomate, Salat noch, eigene Soße. Aber krass, das ist mega. Kann ich auch echt empfehlen hier. Schöne Location. Könnt ihr euch hinchillen, so wie ich, und dann was snacken. Kennt ihr es oder spiegelt es zu sehr? Geh ein bisschen spazieren. Und dann sehe ich da auf einmal Floyd Mayweather. Irgendwo so ein Bild von ihm. Irgendwas mit Champagner. Ich habe gesehen, er hat gepostet, weil gestern war ja der Kampf McGregor gegen Poirier 3. Nicht so geendet, wie ich es gerne gehabt hätte. Weil, also McGregor hat verloren, was klar war für alle McGregor-Fans. Aber am Ende hat er sich den Fuß, den Knöchel irgendwie verletzt. Und jetzt labert er natürlich, oh, Verletzung, dies, das. Ansonsten wäre es ganz anders ausgegangen. Dann hat Floyd gepostet, dass er auf Dustin gewettet hat und jetzt fett eingecashed hat. Und Jake Paul? Jake Paul? Logan Paul? Nee, Jake Paul hat so eine Kette sich machen lassen, 100k Kette mit McGregor, wo er von Khabib ausgenommen wurde. Richtig lustig, Mann. Schaut mal, was ich auf dem Boden gefunden habe. Captain America, The Return of the First Avenger. Quiz, okay? Die festen Experimente wurde Bucky Barnes zum Winter Soldier? Keine Ahnung, Hydra? Wie viele Stunden gibt Sekretär Pierce dem Winter Soldier, bis er Captain America und Black Widow ausgeschaltet hat? 1, 5 oder 10? Kein Plan, Mann, 5. Nee, sagen wir 10, 5 ist zu kurz. Wer ermutigt Captain America Agent 13 um ein Date zu bitten? Dieser Asiate, oder nicht? An welchem Arm hat der Winter Soldier eine Roboterprothese? Rechts. In welchem Jahr soll Bucky Barnes angeblich gestorben sein? 43, 44, 45, 46. 46, oder? Kein Plan. Schaut mal, das Roll Donuts. Und keine Schlange mehr. Der Hype hat langsam nachgelassen. Alle haben ihren Anteil von Roll Donuts gehabt. Kuss geht raus an Roll Donuts. Das war unser erstes Food-Video, was krass abgegangen ist, das erste Video, das einzige Video. Ja, nicht das einzige, aber eins der wenigen Videos nach Pogo, die gut Klicks gemacht haben. Übrigens Pogo jetzt, ein Jahr ist es her, dass ich gezockt habe, dass ich aufgehört habe. Das ist schon das zweite Go-Fest, dass ich nicht mitspielen werde. So schnell vergeht ein Jahr, beziehungsweise langsam. Also mir kommt so vor, als wäre das schon ein anderes Leben gewesen, ein anderer Lebensabschnitt, oder? Echt seitdem nie vermisst, aber ich darf gar nicht zu diesem Spiel sagen, ich darf es nicht erwähnen, dies, das, weil sonst kommen die Pogo-Fanatiker und die sind echt schlimm, Mann, oh mein Gott. Ich hätte jetzt anders Bock auf Jam, Mann, so eine vietnamesische Süßspeise, so nicht ganz Bubble Tea mäßig, aber alle Vietnamesen kennen es,
schon so drinkmäßig. Wir hatten auch schon ein paar Mal das Gespräch, dass wir einen Gel-Laden aufmachen sollten, weil es gibt's halt nicht. Und eigentlich ist Gel richtig geil. Aber keine Ahnung, wieso es das bisher nicht gibt. Mit dem Bubble Tea Hype hätte das eigentlich auch jemand schon machen können. Außer, es ist halt so eine schlechte Idee, dass es keiner machen will. Für alle Vietnamesen oder allgemein, wer Gel kennt, schreibt gerne in den Kommentaren, ob ihr das auch feiern würdet, wenn ein Gel-Laden bei euch aufmachen würde. Ich blende mal Bilder ein, damit ihr wisst, worüber ich überhaupt rede. Jo, wieder zu Hause. Eigener Bubble Tea. Fetten Spaziergang gemacht. Ich hatte echt wieder Hongs Tour Feelings, Alter, Mann. Zeit, glaube ich, Montag das zu starten mal wieder. Genug Urlaub gemacht. Auch perfektes Wetter eigentlich. Nicht zu kalt, nicht zu heiß für Hongs Tour. Ich lese mir noch ein paar Kapitel Kimetsu no Yaiba weiter durch, weil heute Abend schaue ich mir den Film an mit einer Kollegin. Und ich bin nicht so weit, Mann. Ich habe den gerade erst angefangen, nur für den Film. Yo, was geht? Abschließende Worte, Outro-Time. Der Film war okay. Gut animiert, muss ich echt sagen. Deutsche Synchro war echt nicht schlecht. Also die Deutschen geben sich schon Mühe. Wenn man es gar nicht kennt, also das ist kein Standalone-Film. Du kannst ihn schon schauen, ohne dass du die Serie überhaupt kennst. Aber wenn du die Serie kennst, natürlich besser. Du kennst die Charaktere und so weiter und so fort. Was ich nicht, also war der Film jetzt Canon oder Non-Canon? Weil da ist schon was Krasses passiert in dem Film. Ich kann es mir halt gar nicht so vorstellen. Also es ist Staffel 1, dann schaust du Staffel 1, dann kommt der Film und dann kommt halt irgendwann Staffel 2. Und die Leute, die den Film halt nicht geschaut haben und dann Staffel 2 schauen, denken sich dann, hä? Doch bestimmt dann irgendwie, hä? Was ist hier los? Was ist mit dem passiert? Und so weiter und so fort. Also eigentlich sind Filme ja Non-Canon, so wie bei One Piece oder so, Naruto und die ganzen Sachen. Also wäre schon verrückt, wenn das Canon ist, aber muss ja, weil da ist echt was Krasses passiert. Aber wie gesagt, echt gut animiert. Aber ich habe Manga gelesen, also ich bin schon relativ weit. Und das ist nicht mal annähernd so krass. Ich weiß nicht, wann das anfängt krass zu werden, aber dadurch, dass Demon Slayer echt wenige Kapitel hat, werde ich es auf jeden Fall durchziehen. Und der Film hat auf jeden Fall Bock gemacht auf mehr, weil da sind echt krasse Kämpfe, krasse Charaktere mit am Start gewesen, die halt noch im Manga gar nicht aufgetaucht sind. Aber ja, bisschen gut, dass ich ein bisschen angefangen habe, den zu lesen. Hat auf jeden Fall geholfen. Und ja, empfehlen, ja, kann ich nicht wirklich empfehlen. Außer ihr seid ja Demon Slayer Fans, aber dann schaut ihr den auch so oder so, also auch ohne meine Empfehlung. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt uns auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag hoffentlich sind wir live, soweit wie es geht. Und ansonsten natürlich in Bitcoin, DeFi investieren, Cashflow generieren, das Leben so chillen wie ich genießen und ansonsten serious business und ciao.